Hallo zusammen. Dann warten wir noch kurz, bis vielleicht ein paar Leute reinkommen. Ja, genau, jetzt kommen noch ein paar Leute dazu. Zeigt er mir oben. Und dann legen wir ein paar Sekunden los mit der nächsten Session. Genau. Dann würde ich sagen, genau, was sagt er? Ja. Kommen noch ein paar rein. Aber würde ich sagen, mal hallo zusammen insgesamt mal hier. Alle viel Freude noch mit der Mauticom. Jetzt folgt gleich der Vortrag von Adrian Schimpf. Ihr seht ihn schon unten klein als Webcam-Bildchen. Adrian ist CEO und Gründer von IVY, einem Schweizer Anbieter von Mautic-Hosting. Und er wird uns zeigen, wie man mit Mautic mit Hilfe von ChatGPT E-Mails erstellen kann. Und damit würde ich sagen, übergebe ich jetzt an dich, Adrian. Du hast dir die PowerPoint schon übertragen und wünsche einfach viel Spaß und schalt mal noch meine Webcam aus. So, dann viel Spaß, Adrian. Super, vielen Dank und herzlich willkommen. Ja, es freut mich, euch das hier heute präsentieren zu dürfen. Ich hoffe, es bringt euch was und ist spannend für euch. Im Großen und Ganzen geht es darum, oder ihr kennt es, irgendwann, ihr macht eine coole Marketing-Automation-Kampagne, wo ihr genau die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Botschaft ansprecht, zumindest in der Theorie. Also ihr habt das auf dem Whiteboard, irgendwo habt ihr das aufgezeichnet und super durchdacht, alles macht logisch Sinn. Und jetzt kommt der eigentliche Aufwand. Jetzt müssen wir hingehen und müssen die ganzen E-Mails erstellen. Und diese Herausforderung versuchen wir mit IVY zu lösen oder mit diesem Plugin, das ich euch heute vorstellen möchte. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe IVY gegründet vor ein paar Jahren. Zuerst unter Ideatoo, dann unter IVY. Vielleicht ja, die mich schon länger kennen, kennen den Namen Ideatoo noch. Wir haben früher mal das Trello-Plugin gemacht und auch verschiedene andere Contributions in die Open Source Community und bieten grundsätzlich das Hosting an und dann braucht verschiedene Services da draußen rum. Also alles immer in Bezug auf Marketing Automation. Dass man Marketing Automation schnell aufsetzen kann oder eben auch Plugins, die wir dann in der Community verfügbar machen. Oder für unsere Kunden zuerst. Gut, also eben nochmal zurück. Hier das eigentliche Problem. Was machen wir mit diesen ganzen E-Mails? Wie erstellen wir diese ganzen E-Mails? Der Funnel ist erstellt und jetzt müssen wir irgendwie exponentiell ganz viele Mails erstellen. Also in jedem Schritt braucht es ja meistens so zwei, drei Mails und möglichst personalisiert, und dass man die erstellen, dauert lange. Die meisten von euch kennen es vielleicht schon, haben ChatGPT auch schon genutzt. Ich gehe mal davon aus, ihr kennt die in den Online-Chat und habt vielleicht auch schon selber damit Erfahrungen gemacht und gemerkt, dass es wirklich eine coole Sache ist. Also die Texte, die geschrieben werden, sind eigentlich sehr, sehr gut. Es fehlt vielleicht noch ein bisschen so das Branchenwissen. Es ist teilweise noch nicht ganz ja, so spezifisch, wie man es gerne hätte. Und natürlich, man muss dann auch genau wissen, was man schreibt, damit man nachher auch das Richtige rauskommt. Also dieses ganze Prompt-Design ist relativ wichtig, dass man halt dem Chat dann auch entsprechend das sagt, was er hören möchte, damit nachher die richtige E-Mail dann für einen da rauskommt. Und hier hat jetzt IVY irgendwie angesetzt, oder wir haben die Probleme genommen, die mit der aktuellen Chat-Version, die online verfügbar ist, vorhanden sind und haben die versucht zu lösen. Also zum Beispiel bei uns muss man nicht irgendwie ein Prompt-Design machen, sondern das machen wir schon automatisch aufgrund von gewissen Fragen, die wir an den User stellen. Und dann gibt es auch verschiedene Herausforderungen mit der Sprache. Gerade wenn wir Schweizerdeutsch anschauen, wir haben da ja so ein paar Eigenheiten, die kann ChatGPT auch noch nicht so ganz. Dann also die Mail oder den Text, den man da verfasst, der musste dann auch irgendwie in eine Mail kommen. Also es reicht ja nicht, wenn man einfach einen schönen Text hat, der muss dann irgendwie in Absätze aufgeteilt werden, vielleicht auch verschiedene Sections in der E-Mail drin selber und vielleicht auch am besten noch direkt halt in dem Corporate Design vom entsprechenden User oder vom entsprechenden Kunden. Hier kommt auch wieder IVY dann zum Zug. Wir haben diese Informationen grundsätzlich separat gespeichert,
Das heißt, wir können bei der Erstellung von den E-Mails direkt das entsprechende Design dann anwenden. Und so, das führt alles, führt halt dann dazu, dass man am Schluss nicht einfach nur ein paar Textbausteine hat, sondern man hat halt dann direkt ein fertiges E-Mail. Und dann kommt noch dazu, das Ganze, der ChatGPT ist grundsätzlich nur in der Version 3 verfügbar aktuell. Die Version 4 ist erst für zugelassene Partner verfügbar. Und das hat eigentlich auch den Vorteil, dass wir da direkt den Zugriff haben. Also wir können direkt mit ChatGPT 4 loslegen. Es gibt da zwei Preisabstufungen. Also das Pricing ist ziemlich unterschiedlich von 3 auf 4. Ich schätze mal so ungefähr 10-mal teurer, wenn man ChatGPT 4 nutzen möchte. Und das werden wir bei uns auch entsprechend dann reflektieren. Werden zwei Lizenzen machen. Also das muss ich vielleicht noch zuerst sagen. Wir werden ChatGPT nicht so einsetzen, dass man sich selber mit ChatGPT anmelden muss, sondern die ganze Abrechnung läuft dann über IDE. Also egal, also wir werden dann sicherstellen, dass ihr für die E-Mails, die ihr erstellt, bei OpenAI entsprechend bezahlt. Also wir zahlen für euch dann. Also ihr zahlt nur ein IDE. Die Leute, die das Plugin nutzen, zahlen nur ein IDE. Wir haben das versucht, möglichst einfach zu machen aus dem Grund. Ja, aber so viel ein bisschen zur Theorie. Gerne möchte ich euch zeigen, wie das Ganze dann aussieht. So fängt das an. Das ist so ein, wir nennen das ein E-Mail Wizard. Ihr könnt den starten an verschiedenen Stellen. Einerseits in der Navigation oder auch direkt in einer Kampagne drin oder bei einem Formular. Also wenn ihr ein neues Formular erstellt. Und dann würde natürlich dieser Schritt, den ihr hier seht, mit Newsletter, Kampagne und Formular, der würde dann direkt wegfallen. Oder wie ihr wisst, in der Kampagne drin braucht ihr eine Template-E-Mail. Und wenn ihr direkt aus der Kampagne raus das startet, dann wird direkt das entsprechende Template-E-Mail dann ausgewählt. Also die Fragen, die gestellt werden, sind auch abhängig vom Kontext und können sich entsprechend anpassen. Wenn ich jetzt hier ein Newsletter auswähle, dann kommt eben die nächste Frage, wen möchtest du ansprechen? Und hier ist es eben ein Segment. Also wir machen ein Segment-E-Mail. Bei einem Template wäre diese Frage jetzt nicht gekommen. Ja, und dann könnt ihr hier einfach das entsprechende Segment auswählen, könnt auch ein neues erstellen und könnt nachher oder und könnt auch mehrere auswählen natürlich und könnt dann nachher zum nächsten Schritt gehen, wo ihr dann ein Template auswählt. Und das kann ein Mautic-Theme sein. Oder es ist aber eine bestehende E-Mail, also im Sinne von E-Mail-Klonen. Das heißt, ihr könnt dann aufgrund von der Vorlage von dieser existierenden E-Mail eben die neue E-Mail erstellen lassen. Und so habt ihr auch das Layout dann entsprechend schon angepasst an diese Vorlage. Und noch dazu kommt auch noch der Text von der bestehenden E-Mail wird auch als Vorlage verwendet. Also, es ist ein wenig, um den Chatbot zu trainieren, also ChatGPT zu trainieren. Das heißt, wir sagen dann, die letzte E-Mail habe ich in diesem Stil geschrieben, in dieser Art und Weise, in dieser Sprache. Nimm das und mach daraus die neue E-Mail. Dann natürlich auch immer wichtig die Sprache. Also, in welcher Sprache möchten wir das überhaupt erstellen? Das kann sein, dass wir hier einfach Deutsch verwenden, aber wir können auch Italienisch etc. etc. Es wäre theoretisch auch noch möglich, irgendwie hier Chinesisch oder irgendwas auszuwählen. Wir haben es im Moment mal limitiert auf so ein paar gängige Sprachen, die wir auch noch einigermaßen verstehen. Einfach um mal ein bisschen zu testen, ob das überhaupt funktioniert. Bei Chinesisch habe ich auch schon getestet, aber ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert hat oder nicht. Und dann hier nochmal so die Tonalität von der Mail. Möchtet ihr lieber ein formelles oder ein informelles Mail machen? Einfach so, um nochmal ein bisschen mitzugeben, was denn eigentlich so, ja, wie der Ton der E-Mail sein soll. Und dann kommt eigentlich der Kern, also der wichtigste Teil. Hier definiert ihr jetzt die eigentliche Botschaft von der E-Mail. Und kann ein sehr, sehr kurzer Satz sein. Also es muss keine fixfertige Mail sein, die irgendwie dann noch ausformuliert werden soll, sondern es kann reichen wirklich ein paar Sätze.
und daraus dann eine schöne Mail zu machen. Hier vielleicht noch mal kurz dir reingezoomt, dass ihr das richtig auch lesen könnt. Es sind wirklich nur zwei Sätze. Und dann könnt ihr einen Kaffee trinken gehen und könnt hier ChatGPT arbeiten lassen. Es dauert ein paar Minuten. Das hat mich auch sehr überrascht. Also wenn ihr es online ausprobiert, kommt die Antwort meistens innerhalb von ein paar Sekunden. Wenn man über die API geht, dauert es meistens länger, also wirklich eigentlich ein paar Minuten dann. Hier in diesem schönen Beispiel geht es jetzt schnell. Ihr landet dann direkt auf dem fertigen Mail. Also wir haben einerseits jetzt eine Mail unten und oben drüber haben wir auch den Betreff, der automatisch aufgrund von der Kernbotschaft auch wieder erstellt worden ist. Dann haben wir hier so eine Art Grapes.js Lite für die das erkennen. Also es gibt, also die den E-Mail-Builder von Mautic kennen, es ist Grapes.js, aber es ist eine abgespeckte Version, die ein paar wenige oder weniger Features abbildet. Aus dem Grund, dass man mit der Idee, dass man einfach hingehen kann und sich hauptsächlich auf den Text hier fokussiert und nicht erschlagen wird mit zu vielen Optionen. Und ihr könnt jetzt hier hingehen und könnt das entsprechend anpassen, Bilder austauschen, Links austauschen, vielleicht auch noch neue Blogs einfügen, Text anpassen. Und dann, wenn ihr ready seid, könnt ihr das hier mit dem blauen Button dann speichern oder über den Call to Action einfach speichern. Dann wird die E-Mail ganz normal als Mautic-E-Mail abgelegt und man könnte sie jetzt anzeigen und senden. Also man würde dann rüberspringen ins eigentliche Versenden der E-Mail. Und da hat man natürlich dann auch die volle Funktionalität, die ihr sonst bei Mautic mitkommt. Ich versuche das jetzt mal hier im Video abzuspielen. Ich hoffe, das geht. Ja, ich muss es in Google Chrome machen. Ja, mal schauen. Ich versuche es mal, ob ich das schnell scheren kann. So, jetzt solltet ihr eigentlich das Video sehen. Jetzt habe ich nochmal das gleiche geschaut. Wirklich jetzt. Okay, sorry. Thank you.
Ich will nochmal zu wechseln, genau. Ja, sehr gut. Das war es eigentlich schon. Also ihr habt jetzt gesehen, was das Plugin kann. Wie einfach es sein kann, mit Hilfe von ChatGPT so E-Mails zu erstellen. Und eben auch, gerade auch wenn man Varianten macht, kann man mal eine Variante machen und dann die wiederum als Vorlage nehmen und dann eine zweite Variante daraus zu machen. Aktuell ist das Plugin nur für IB-Kunden verfügbar. Wir planen aber das auch für Mauti-Kunden verfügbar zu machen, wenn halt genügend Support aus der Community auch da ist. Weil es ist doch nochmal ein bisschen Aufwand, das in die Open-Source-Welt zu übertragen. Aber wir würden das sehr gerne machen. Und würden uns freuen, wenn hier genug Interesse da ist und wir das dann auch in der Community verfügbar machen können. Wenn ihr Interesse habt, würde ich mich freuen, wenn ihr auf iwch.chatgpt geht oder den QR-Code da rechts scannt, um so uns zu sagen, ja, hey, bitte, ich möchte das. Ihr findet auch weitere Plugins unter iwch.plugins. Ja, das war's soweit von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Fragen und beantworte ich die gerne noch. Und sonst bin ich gespannt auf euer Feedback. Ich fand es schon mal sehr interessant auf jeden Fall. Eine Frage wollte ich auch gerade stellen. Hast ja schon fast beantwortet, dass ihr überlegt, das dann in irgendeiner Art auch anderen Mautic-Installationen zur Verfügung zu stellen. Also ich sage auch immer, wenn jemand was entwickelt, ist auch völlig in Ordnung, dem auch Geld zu geben. Also wenn ihr das in irgendeiner Art so plant, als Abo oder irgendwas, wäre ich auch auf jeden Fall schon mal interessiert. Ich habe auch noch eine Frage und zwar, ich kann ja das hier mal sagen, und zwar, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Das heißt, ich kann bei euch dann ein eigenes Mautic-E-Mail-Design vorerstellen, also mit dem normalen E-Mail-Editor, und kann dann sagen, liebes ChatGPT-Plugin von euch, nutzt bitte dieses Layout und bau da Text rein. Also ist das so wie so eine Art Baukasten? Also kommt dann nur der Text an die einzelnen Stellen, oder wenn ich jetzt sage, ich hätte jetzt irgendeine, keine Ahnung, farbige Aufzählung oder irgendwelche Bilder dazwischen. Also kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Also wie das mit dieser Vorlage läuft, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, also du kannst jede beliebige E-Mail, die du erstellst, kannst du als Vorlage nehmen. Das heißt, ja, du kannst dein eigenes Design erstellen, oder? Als E-Mail. Oder halt auch als Theme. Also das würde auch als Theme funktionieren. Aber es muss ein MGML-Theme sein. Und dann von da aus versucht ChatGPT aufgrund von der Struktur, die durch das E-Mail vorgegeben ist und der Text, der da schon drin steht, entsprechend, also und deiner Kernbotschaft, die du angegeben hast, daraus dann entsprechend dem Layout den richtigen Inhalt abzufüllen. Es ist auch noch ein bisschen eine Blackbox, also ich kann ja nicht kontrollieren, was denn dabei rauskommt. Da bin ich auch sehr gespannt, was ihr alles dabei rausfindet, was alles funktioniert und wie gut es funktioniert. Aber in meinen Cases hat es bisher wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Es hat erkannt, was da für ein Text drinsteht und was das für eine Logik ist und das entsprechend angepasst. Ich vermute mal, da gibt es dann auch einen Button, wenn jetzt wirklich mal was rauskommt, was mir nicht gefällt, wo du sagst, liebes ChatGPT, lauf doch bitte noch mal eine Runde, und vielleicht ist bei der nächsten Runde dann etwas dabei, was mir mehr passt, oder? Dass man sagt, geh noch mal eine Runde, Ja, ich hätte noch. genau. Ja, genau. Ja. Okay. Es gibt so einen Regenerate-Button. Ja. Okay. Dann sehe ich, man hat es hier mal beantwortet. Die Madeleine hat noch eine Frage. Ja, funktioniert das ja auch mit MGML-Templates? Kannst du ja noch was dazu sagen? Ja, genau. Also es funktioniert eigentlich ausschließlich mit MGML-Templates, zumindest aktuell. Also was dabei rauskommt, ist nachher ein MGML-Template. Okay, cool. Gibt sonst noch irgendjemand, der irgendwas rund um das Thema wissen möchte? Gerne einfach in den Chat reinschmeißen hier. Und ich schaue jetzt gerade mal noch, ja. Genau, ja, eigentlich auch schon.
Also von meiner Seite, ich habe das, was ich finde, sehr spannend und ich bin da gerne auch als Testkandidat dabei. Ja, sehr Und gerne. ja, sonst, wenn es nichts mehr gibt, oder ist dir noch was eingefallen, wo das, was vielleicht noch erwähnenswert war, ist, was jetzt in deiner Präsentation nicht drin ist, wo du sagst, das, oder gab es auch, das wäre vielleicht noch was, gab es was, wo du gesagt hast, was ihr bei der, was ein typischer, naja, was heißt Fehler oder typische Herausforderung ist? Du hast ja das mit dem richtigen Prompten schon mal beschrieben, aber gibt es noch was, wo du sagst, was du oder deine Kunden immer wieder auch mal als Herausforderung haben, wenn sie sich mit diesem Thema beschäftigen oder einfach auch drüber Gedanken machen? Es muss ja gar nicht technischer Natur sein, vielleicht konzeptioneller Natur, wo jemand sagt, da man denkt vielleicht ein bisschen in eine falsche Richtung, was dann zu Umwegen führt. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist so ein typischer Fall? Ja, also wir haben ja auch noch nicht so viel erfahren mit dem Thema, aber ich sage mal, was bisher schon ein paar Mal aufgetaucht ist, die Leute trauen sich noch nicht, einfach nur zwei, drei Sätze da reinzuschreiben. Ich habe schon zweimal beobachtet, wie die Leute nachher hingehen und sagen, also eine fixfertige Mail in die Kernbotschaft reinschreiben und nicht einfach nur zwei, drei Sätze. Also sie trauen dem Ganzen noch nicht zu, was es eigentlich alles kann. Das denke ich, ja, kann man wirklich auch mal ausprobieren. Ich habe vorhin auch noch einen Test gemacht mit dem, das ist ein Test. Und es kam wirklich eine brauchbare E-Mail nachher dabei raus. Einfach auch aufgrund der Vorlage erkennt es halt dann irgendwie den Kontext und also auch mit dem, was wir halt mitgeben von einer Seite her, erkennt es sehr gut den Kontext und kann diesen einen Satz dann irgendwie sinnvoll in eine sinnvolle Mail umwandeln. Also bei mir kam dann irgendwie raus, mach jetzt die Demo, teste das und so weiter. Also was ja irgendwie Sinn macht, obwohl das ja nur ein Satz war, dieses dann Test. Ich denke auch so, wie du es beschreibst, wenn man schon eine fertige E-Mail hat und dann kann man es ja fast bleiben lassen, aber man kann ja auch das einfach als Inspiration sehen, dass man sagt, man gibt, wie du sagst, einen kurzen Text ein und schaut einfach mal, was kommt denn dann? Und dann kann man immer noch sagen, danke, liebes ChatGPT, aber das passt für unsere Anwendung nicht. Ich bleibe eher bei unserem Text, aber vielleicht kommen ja auch ganz andere Inspirationen, wo man sagt, ach, diesen Gedanken, der ist eigentlich ganz gut oder das ist gut beschrieben. Also so als Ja. Inspirationsquelle. Also das, ja. Ja, das ist sicher auch ein spannender Case, den wir auch schon uns überlegt haben oder den ich auch schon getestet habe. Also zum Beispiel, ich will eine Kampagne machen, über das ganze Jahr verteilt, 12 E-Mails, schreibe mir, was könnte ich für Themen pro Monat angehen, oder? Und so in die Richtung zu denken, ist auch sehr spannend. Dann bekommt es nochmal eine ganz andere Qualität und kann dann nicht nur E-Mails erstellen, sage ich mal, was in dem Moment ja eigentlich der eher langweilige Task ist, der im Moment automatisiert wird. Und so geht es dann noch eher in eine Richtung, die auch ein bisschen Kreativität, wenn man das Kreativität nennen will, erfordert. Ja, das denke ich, ist sicher eine gute Variante auf jeden Fall. Ich denke, da kommen noch spannende Themen dazu und das ist ja auch wieder was Schönes am Mautic, weil Mautic offen ist und wenn Entwickler oder Firmen wie du und deine Company sagen, hey, wir finden das toll, wir bauen das einfach rein, das geht ja mit vielen anderen Software-Systemen nicht, wo nur eine Firma den Daumen drauf hat und sagt, nee, machen wir nicht oder machen wir so. Also finde ich auf jeden Fall wieder mal einen Punkt für Mautic und Open Source generell mal so ein bisschen. Auf jeden Fall, Genau. Ja gut, wenn sonst niemand mehr gibt, der eine Frage hat, aus Erfahrung, ich weiß auch von meinem Vortrag, es gibt ja immer parallel welche, es kommen auch später mal noch Fragen oder wenn die Leute dann das Replay anschauen, also können sie sich, denke ich mal, sich auch später noch an dich wenden, wenn sie Fragen haben. Und dann würde ich sagen, danke für deine Zeit, fand ich spannend und weiterhin viel Spaß auf der Mauticon und vielleicht sehen wir uns in irgendeiner Art auch irgendwann mal wieder online im nächsten Mauticon oder so oder im Mautic Forum oder so. Ja, sehr gerne, ja, freue mich drauf. Und auf Genau. jeden Fall Und einfach vielleicht melden, genau wenn das irgendwelche ADR da, Fragen aber das weißt du ja auch, kann ich noch ein bisschen Werbung machen für die deutschsprachige Community vom Ecki, der hier ja auch sehr viel bei der Konferenz mitmacht. Wir haben irgendwann den Mautic Monday gegründet, einfach. Einmal im Monat, in der Regel am ersten Montag des Monats, treffen wir uns einfach auch in der Videokonferenz. Muss jetzt mal gucken, ich habe das falls Mauti. Moment. Mauti.
Habe jetzt nicht vorbereitet, aber wie heißen Mautic? So, Moment. Mautic Monday, mein Gott. Muss man selber das Ding suchen. Moment, eine Sekunde. Einfach mal nach Mautic Monday oder googeln oder auf der Mautic-Seite ist es auch verlinkt. Weil ich finde es ganz nett, wenn man sich so ein bisschen in die deutschsprachige Community verbindet. Und vielleicht in dem Sinne sehen wir uns, Adrian, auch mal. Also, ah ja, genau, der Leon, perfekt, danke. Leon hat es in den Chat geschrieben, mauticcamp.de. Ich nutze immer einen anderen Link, aber Moment, kann ich auf der Bühne zeigen, oder? Genau hier unten. Mauticcamp.com. Also könnt ihr euch gerne mal eintragen mit eurer E-Mail-Adresse und dann gibt es in der Regel eine Erinnerung, wenn die Veranstaltung oder wenn wir uns da treffen. Und das ist auch super schön für Austausch, für Fragen. Also ein bisschen was für die Community. Na gut, dann würde ich sagen, viel Spaß noch und viel Spaß mit den nächsten Sessions und danke dir, Adrian. Ja. Jo, Macht's gut. tschüss. Tschüss.